Also, welche Nation würdest du nicht daten? Keine Ahnung, China. China? Ja. Und du? Ja, wahrscheinlich auch, ja. Warum? Ja. Ich sag jetzt einmal. Haben keine Titten. Also Leute, was geht ab zu einem neuen Video? Ich habe echt lange nicht mehr gedreht. Ich dachte mir, ich gehe einfach mal raus und frage die Leute jetzt, welche Nationalität sie nicht daten würden. Es ist eine komische Frage, aber an irgendeinem Punkt hat sich wahrscheinlich jeder schon mal gefragt. Also fangen wir an. Eine Frage, wie lange machen Sie das schon? Rumänien. Na. Alright, okay. Okay, tschüss. Hey, eine Frage. Nee. Nur eine ganz easy Frage. Nämlich, welche Nation würdest du nicht daten? Nicht daten? Ja. Auf jeden Fall Bulgarien, Digga. Warum das? Weil Bulgarien sind so ein bisschen kritisch. Die sind hektisch, die können auch klauen. Aber nichts gegen Bulgaren, so männlich, weil die sind auch Assi. Aber nee, Bulgarien safe nicht, Rumänien auch nicht. Ansonsten, ja man, eigentlich alles. Ich Nation. Habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Noch nie? Nein. Noch gar nicht? Nein. Ehrlich nicht? Warum fragst du mich so? Das ist für mein Video. Also ich würde jede Nation daten. Jede? Ja, solange sie nett sind. Das finde ich mal offen, ne? Das finde ich nett. Gehen wir jetzt so auf die zu. Ja, ganz fertig so. Hey, eine Frage. Verpiss dich! Hast du ein Problem? Wie heißt du? Julia. Und du heißt? Selina. Asiaten. Und du? Ja, ich auch. Warum? Also ich bin nicht rassistisch, aber keine Ahnung, die tören mich jetzt nicht so an. Asiaten. Und warum? Keine Ahnung. Die reden nicht viel. Wie heißt du? Tabea. Melanie. Nämlich, welche Nation würdet ihr nicht daten? Deutsche hast du gesagt, ja? Eigentlich, ja. Und du? Genau dasselbe wie bei ihr. Also ich schränke. Warum? Aus welchem Land kommt ihr? Aus Deutschland. Oh. Ja. Wie kommt es dann dazu? Ich weiß nicht. Die sind einfach nicht so attraktiv, nicht so interessant. So verklemmt. Ja, genau. Welche Nation würden Sie nicht daten? Ich habe keinen Bock jetzt. Mein Busfahrer keinen Bock mehr. Ja, Bro, eine Frage, ne? Ja, hau raus. Nämlich, welche Nation willst du nicht daten? Deutsch. Deutsch. Argentinien. Argentinien? Warum das? Weiß ich nicht wieso. Weil sie einen Bart haben. Frage. Welche Nation würdest du nicht daten? Bitte? Welche Nation würdest du nicht daten? Ich weiß nicht. Weiß nicht? Und welche Nation willst du auf jeden Fall daten, so Liebling? Latina. Alles. Okay, ciao. Indien. Keine Ahnung, ich würde alle daten. Kommt alle? Auf Charakter an. So. Auf Charakter? Ja. Easy, sie ist echt korrekt. Welche Nation würdest du nicht daten? Boah. Ja, schwierig, Bruder. Überleg mal, was sagst du? Gibt keine Nation, wo ich nicht daten würde. Kommt drauf an. Und du? Wie heißt du? Paula. Alex. Okay, ich habe nämlich folgende Frage an euch, nämlich, welche Nationalität würdet ihr nicht daten? Oh, Schwarz. Was? Asiatisch. Ja. Asiatisch, warum? Asiatisch und Schwarz. Asiatisch und Schwarz. Oh no. No. Oh no. Welche Nation würdest du nicht daten? Gar keine. Bitte? Ich date alle, Mann. Alle? Ja, safe. Und was mit dir? Schwierig. Nee. Sag ich nicht, keine Ahnung. Korea. Korea. Aus Korea. Was mit dir? Also das kann dem auf die Person drauf an. Heißt du, Bro? Dorian. Welche Nation würdest du nicht daten, Bro? Bro, ehrlich, ich weiß nicht. Ohne, weiß es nicht. Gibt nicht direkt keine. Was ist deine Lieblingsnation so? Ja, Kroatien. Kroatien? Ja. Du? Asiatisch. Du Asiatisch? Ja. Warum?
Die Augen. Hast du noch irgendwas zu sagen? Aber nicht rassistisch gemeint. Ganz klar Serben. 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 Wieso bist du Albaner? Nein, trotzdem auch Serben. Warum? Bosnien. Bosnien? Was machst du? Nein, ich würde sagen, keine Ahnung. So. Jugoslawien, so alles so. Jugoslawien? Ja, meine Lieblingsnation? Ja, ich hätte schon echt viele, Mann. Aber ich würde so sagen, so latinomäßig, so Spanien, Kolumbien und sowas. Italien, Bombe, Russen und ganz wichtig, Deutsche, Digga. Ja? Ja. Italiener? Italiener? Und warum? Keine Ahnung, einfach so, die sehen halt nicht so gut aus. Okay, und was mit dir? Serben. Serbinnen? Ja. Serben oder Serbinnen? Serben. Serbe. Keine Ahnung. Und du? Keine Ahnung, ist mir eigentlich recht egal. Keine Ahnung, China. China? Ja. Und du? Ja, wahrscheinlich auch, ja. Auch? Warum? Ja. Ich sag jetzt einfach mal, haben keine Titten. Noch, japanisch auf jeden Fall. Japaner? Ja. Warum? Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, die gefallen mir einfach gar nicht. Und ich weiß nicht, jetzt, ich bin eigentlich kein Rassist, wie es sein könnte, ist eher schwarz und eigentlich einer von meinen besten Spezien. Und ich weiß nicht, mir gängen die Fette auf die Eier, muss ich sagen. Darf ich dich ganz kurz stören? Ganz kurz? Ja. Es ist eine einfache Frage, nämlich, welche Nation würdest du nicht daten? Was, welche Nation? Würdest du nicht daten? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Welche Nation ich nicht daten will? Polen. Polen? Polen. Warum das? Keine Ahnung, ich mag... Ne, ich hab nichts gegen Polen, aber die sind immer so ernst. So ernst? Und was ist mit dir? Ich, ja. Für alles. auf jeden Fall Serbien geht gar nicht, weil ich bin Albaner. So, geht gar nicht. Und so Chinesen geht auch gar nicht. Sorry, aber das geht, ja, das war's eigentlich so. Was ist dein Liebling so? Lieblingsnation? Liebling, ja, meine albanische also. Albanische? Ja. Warte mal, bist du? Hä? Bist du der Edisai oder wie man ja, den ausspricht? Edisi, ah. Genau. Ist schon wie. Passt. Und was mit dir? Ja, auch Japaner und so. Japaner? Ja. Nur das? Und Türken. Ne? Ja, mit so Kopftuch, ja. Ja, genau, das stimmt. Ja. Das geht einfach. Was denn? Bitte? Ja. Ich bin ja Bayer und so, dann geht das erst recht nicht so wirklich. Also am liebsten eigentlich deutsche Mädel. Gott, meine Ex-Freundin war jetzt russisch, das geht noch. Ja, so türkische mit Kopftuch und so, ja. Japaner nicht. Ja, ich grüße Jada. Ich würde sagen, wir grüßen Israel. Ja, das stimmt. Ja, wir grüßen alle aus Israel. Ja, do.chevis. Passt, also Kroatinnen alle abchecken. Dankeschön. Nee, Rabbi ist schwul. Ein sehr geehrter Kaitan heißt, der heute mitgegangen ist. Und ich grüße alle Jungs aus meiner Klasse. Auch ein YouTube-Kanal. Sandro live dabei. Servus Heidi. Gott und dir das Wort. An Tobias Heidecker. Ehrenmann, Bruder. Hoffe, du kommst gut raus und könnt mich auch adden auf Snap, Instagram, alles mögliche. Kalito Cream.